So, das hätten wir. Verwerten. Oh Gott, ist das viel. Ach du Scheiße. Ja, viel Spaß. Das ist ja... Alter, das ist ja alles. Boah, cool. Wenn ich hier was analysieren kann, das ist geil. Meine Fresse, Alter, wie viel habe ich denn im Inventar? Das bringt aber hier eine Ahnenseide. Und was bringt der? Nix. Mit nix gebe ich mich nicht zufrieden. Händler verwerten. So verwerten. 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 So. Veredeln. Lederfetzen. 30 Ruhe Ahnenseide. Dreuckwachs, yeah. 50 Silberkraut. Das ist viel. Wohlgemerkt, man kriegt nicht das Volle raus. So. Verkaufen wir beim Händler mal eben. Gefällt. Da haben wir ja doch ein bisschen was. Das zum Beispiel, das braucht kein Mensch. Dann kann ich das nämlich gleich durchjagen durch den... durch den Schmelzer. Zack, zack. Ach, für ach, egal. So, noch irgendwie was? Ne? Hier ist doch bestimmt wieder was Neues drin. 50, 50. Stell sofort. Ach, ich habe einfach zu viel von dem Zeug. Ist das Maximum hier? Gefälschter Begnadigungserlass? Egal. Kragenmoor Knallmatze. Ach, das ist ein Getränk. Ich habe noch Plünderschädel übrig. Behalte ich mal das Andenken im Inventar. Da haben wir ein Versorgungsteil drin. Rezeptbuch. Errungenschaft. Ich bin ein Rezeptbuch. Ich wusste es schon immer. Er lernt 50 Rezepte, ja. Rezepte. Galatiterz. Das ist 10. Ja, das Zufallsprinzip, wie viel man rauskriegt. Alles vernichten. Och, das ist echt eine Menge. So alles verwerten gibt's nicht, ne? Ne. Muss echt alles einzeln anwerden. Alter. So, und jetzt kommt noch das andere. Hier habe ich eine Menge Zeug gesammelt. Das war eine Menge. Ups. So, analysieren wir immer. Der Bogen, der lässt sich analysieren. Cool. Immerhin. Der Rest nicht. Da war ich doch so viel, ey.
Müssen wir mal kurz Acht geben, dass ich nicht das Falsche wiederherstelle. Das zum Beispiel. So. Also und das Set können wir vergessen, aber dafür haben wir ein anderes Set irgendwie gefunden. Nämlich das Set des Schlüpfling-Panzer. Das geht auch schön auf Resistenz und so. Das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir tatsächlich. Bienenesch ohne Ende. Ich habe schon Nachtholz. Das ist nochmal eine Stufe weiter als Rubin, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Alter, Nachtholz haben wir so wenig. Eigentlich müsste ich den Schrott in die Bank schmeißen und sagen, so Jungs. Gut, ich glaube, ich wäre fertig. Ja, gehen wir wieder, ne? Reparieren könnte ich nochmal. Ich frage doch, wie viel Gold ich habe. 11.800. 11 Millionen. Die könnte ich tatsächlich vielleicht sogar haben. Oh, ich bin ja nebenbei auch wieder am Diablo 3 zocken, ne? Das ist Hammer. Hier liegt einer. Also. Und ich habe da mal ein Regenbogen-Level gesehen. Das ist sehr cool. Stellt euch Diablo 3 vor. Das ist ja ein Hack'n'Slay, ne? Normalerweise geht es ja darum Dämonen und Co. Es ist alles relativ düster gehalten. Und nun stellt euch ein Regenbogenlevel vor, das heißt, so grüne Felder mit Wolken, alles so auf Plüsch gedacht und dann greifen euch anstatt Dämonen Teddybären und Einhörner an und Blumen. Ja, ohne Scheiß. Ich müsste ein Bild zeigen. Ich müsste mal einfach mal so machen, Let's Play Again, Random, Diablo 3. Dann zeige ich euch einfach, was man da noch machen kann. Weil da gibt es ja noch mehr als das, was ich gezeigt habe. Als die Story. Gibt es ja noch Kopfgelder und alles Mögliche, was man machen kann. Es hat schon Wiederspielwert. Also wenn man da ein bisschen machen möchte, dann Nimmeruhr entdeckt. Dann kann man da schon mal was machen. So, sechste Folge. Ich glaube, das mache. Eigentlich wollte ich 7 Folgen machen, aber ich mache das. Da ist schon wieder Weltverlies. Da findest du ein Weltverlies und noch ein Weltverlies und noch ein Weltverlies. Das ist die Wiege der Schatten. Da gehe ich aber nicht rein. Wenn ich da reingehe, heißt es Tod für mich. Alter, wie viele Verliese wir gefunden haben in der letzten Zeit. Ja klar, ein Herz liegt hier einfach drin rum. Herzbube. So. Ne, ich merke, ich werde müde. Ich werde müde. Hier liegt eine Leiche. Ja, ich werde müde, das merke ich extrem. Das ist. Das merkt ihr jetzt auch. Das heißt, ich bin im Verhältnis zu vorherigen Geschichten langsamer im Denken. Das heißt, ich muss gleich aufhören. Ich muss aber noch 5 Minuten durchhalten, also von daher ist es kein Problem mehr. Gibt es hier irgendwo auch was zum Sprechen oder so? Was ist das für eine Musik? Ey, die kommt irgendwie. Die Musik ist ja so. Neues Buch entdeckt. Häuptling Sulak. Nimmeru kann nicht länger auf euren Entscheidungen und dieser Sache warten. Ich verstehe, dass ihr zögert, mit einem Detra-Fürsten Geschäfte zu machen, aber bitte bedenkt die Alternative, bevor es zu spät ist. Über die Jahre hat die entschiedene Führung
unsere Häuptlinge Nimrod die Katastrophen, Kriege und Seuchen erspart, die den Rest von Schattenfen heimgesucht hatten. Oh, ich habe noch nichts gegessen. Ich habe Hunger, ich bin müde und mein Magen macht das komische Geräusche. Und das hört man vielleicht. Aufgrund dieser Weisheiten führen wir uns ein behütetes, sicheres und gesundes Leben. Aber jetzt haben wir bereits so viele unserer Freunde, Nachbarn und Angehörigen vergraben oder verbrannt. Müssen wir noch mehr Gräber ausheben oder Scheiterhaufen errichten? Müssen wir unseren Kindern anlügen und ihnen erzählen, dass sie wieder gesund werden? Seit Jahren seid ihr mit meinem Rat gefolgt und habt Nimrod vertraut. Jetzt ist mein letzter Rat. Hier ist mein letzter Rat. Lasst uns den Schrein betreten und sehen, was zu sehen ist. Ansonsten werdet ihr schon bald meine Unterstützung verlieren. Und das nicht, weil ich das so will, alte Freundin. Gestern Nacht haben die Gelenkschmerzen angefangen. Wenn Schamane Chira recht hat, überlebt niemand von uns die Woche. Ihr müsst etwas tun, Häuptling Sulak. Ansonsten führt ihr bald nichts mehr als Staub und Asche. Kriegshäuptling Helushk. 15. Morgenröte, 2. Ära, 561. Okay. Unsere Späher haben euch durchgelassen, nicht wahr? Ihr habt vielleicht Mut, Nimrod trotz der uns quälenden Nekromanten zu besuchen. So, was sind das für Leute? Das sind irgendwie dunkel... Die sehen aus wie Dunkelelfen ohne den Fluch. Sind das Drow? Erzählt mir mehr über diese Nekromanten. Die Nekromanten des Wurmkults, die in der Nähe lagern, haben letzte Nacht unser Dorf überfallen. Wir haben 3 von ihnen in unseren Hütten gefangen, aber sie wollen sich nicht ergeben. Es gibt Wurmkultisten in eurem Dorf? Unsere Späher nennen sie Gorak, Felra und Draguar. Wir haben sie in die Keller unserer Hütten gelockt und die Türen verriegelt. Vielleicht könnt ihr sie zum Aufgeben überreden. Wenn ihr euch ihnen stellt, würde Nimrod euch als Freundin ansehen. Ich werde mich um sie kümmern. Unsere Krieger bewachen die Hütten, in denen die Kultisten gefangen sind. Entriegelt die Kellertüren, um hineinzugelangen. Bis jetzt wollten sie keine Vernunft annehmen. Deshalb ist es nur verständlich, wenn es mit ihren Leutnants zum Streit kommen muss. Warum sollte der Wurmkult euer Dorf überfallen? Nimrod bleibt gern unter sich. Deswegen glauben sie, dass wir ideale Sklaven wären. Eure Haut hat eine seltsame Farbe. Seid ihr krank? Meine was? Oh, es ist... Wir sind Kotringi. Nach der großen Seuche vor einigen Jahrzehnten fürchte ich, dass wir in Nimrod die Letzten unseres Volkes sein könnten. Oh, cool. Die sind nicht ausgestorben. Was war das weiter? Nimrod bleibt... Meine was? Nimrod bleibt gerne... Okay, das resettet sich nicht. Das sind Kotringi? Ey, das ist doch geil. Boah, ich dachte, die wären ausgestorben. Ey, wir haben noch ein Kotringi-Dorf hier. Die Letzten eines großen Volkes. Oh, das ist ja cool. Geil. Alter, ich hoffe, die überleben. Ich möchte keinen Ärger. Nee, alles gut. Ich will nur eure Truhe brechen. Ey, ist ja geil. Das macht mich jetzt fertig. Wir haben noch Kotringi gefunden. Das Dilemma der Nereide. Das Wesen, das man Nereide nennt, bekanntermaßen keine Liebe kennt, denn ist sie, wie durch bösen Bann, immer Frau und niemals Mann. Und gibt es halt nur ein Geschlecht, klappt's mit Romantik nicht zurecht, da ich als Freund der süßen Triebe, das stimmt, gern Spieler bin im Spiel der Liebe, wär ich doch lieber Hühnergeier als Nereide ohne Freier. Was? Ich hab's gerade nicht verstanden. Jojo, klar, backen wir. Wir backen.
Was? Achso. Ist echt geil, wir haben noch eine Reden gefunden. Quatsch, Kotrinki. Das sind die, wie irgendwo in einem Buch gemutmaßt, das wären eventuell die Vorfahren der Nedir, die ja einst lebten. Das heißt, von denen gibt es nicht mehr viele und wir haben denn vielleicht nur ein Dorf gefunden. Das Glück bevorzugt die Kotrinki nicht. Ja, das merkt man. Ich hoffe nicht, dass sie die Seuche haben, sondern überleben. Das müssen wir, hätte mir gleich auffallen müssen an der Bauweise dieser Häuser. Oh Gott. Neues Buch entdeckt. Meine schlimmsten Ängste bestätigen sich. Trotz unserer Isolation gab es in Nimero den ersten Ausbruch der Knarrharten-Grippe. Es fing an mit den Zwillingen, Apaleb und Sana, die beim Händler in der Leere gehen. Sie waren erst wieder einen Tag aus Schlammbaum zurück. Apaleb ist als erster erkrankt. Sein Lehrherr entdeckte einen hellroten Ausschlag auf den Unterarm des Jungen. Sanas Erkrankung blieb noch einen Tag unentdeckt. Dann sah ihre Mutter, wie sie Blut hustete. Beide Lehrlinge starben innerhalb von 2 Tagen nach dem Auftreten der ersten Symptome. Jetzt sind diese Anzeichen auch bei vielen von uns zu sehen. Ich spüre Schmerzen in meinen Gelenken. Das Schreiben dieser wenigen Zeilen hier hat sich angefühlt, als hätte ich Bände verfasst. Keine der üblichen Behandlungsweisen haben Wirkung gezeigt. Langsam glaube ich, der alte Schrein könnte unsere letzte Hoffnung sein. Aber Häuptling Sulak weigert sich. Vielleicht kann Kriegshäuptling Helushk sie überreden. Schamane Chira, 13. Morgenröte, 2. Ära, 561. Die füllen gut Buch, muss man sagen. Ich hoffe, die Quest hilft den Kotrinki. Kann ich nicht weiter reinzoomen hier? Nein. Halte die Bedrohung von Nimero auf. Theoretisch müsste dann ich die Seuche retten können. Boah, ist ja geil. Ich habe Kotrinki gefunden. Gut, das reicht auch für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin müde und gehe jetzt was essen. Dankeschön und tschüss. Bye. 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 Bye.